Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu unserer FIFA 22 Karriere mit Werder Bremen. Wir schreiben heute den 8. Spieltag in der Bundesliga. Den müssen wir bestreiten gegen SC Freiburg, die sich momentan auf Platz Nummer 5 befinden. Wir haben in der letzten Episode, wir haben in den letzten Episoden gesehen gehabt, wie groß eigentlich hier der Kampf ist in der Bundesliga, für uns zumindest. Ich meine, klar, wer hätte sich das denn auch anders vorgestellt? Wir sind halt eben der Aufsteiger. Dementsprechend sind wir eigentlich in den meisten Fällen der Underdog. Ich möchte das eigentlich kaum so sagen, weil als Werder Bremen-Fan, vor allem in der Bundesliga, möchtest du eigentlich nicht davon sprechen, dass du der Underdog bist, aber so die letzten Jahre, das tut ein bisschen weh, sowas zu hören, aber wir haben uns zumindest gut beweisen können in der Liga, denn wir befinden uns auf Platz Nummer 10. Wir sind sozusagen in der Mitte der Tabelle irgendwo angesiedelt, das ist ganz cool und muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist ein Start, den man sich auch wirklich, ich denke mal, an die Fahne schreiben könnte. Mich erreichen tatsächlich viele Kommentare, die mich gefragt haben, hey Marcel, sag mal, welche Kameraeinstellungen nutzt du eigentlich in den Spielen, weil die meisten Leute diese Kameraeinstellung gar nicht kennen, aber was mich sehr freut, ihr da draußen scheint diese Kameraeinstellung wohl sehr zu mögen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie auch total geil. Deswegen möchte ich euch hier eben ganz kurz die Kameraeinstellung von mir zeigen. Wenn mich also in Zukunft irgendjemand mal fragen sollte, hey Marcel, sag mal, welche Kameraeinstellung nutzt du, dann werde ich die auf Part Nummer 19 an diese Stelle hier einfach verweisen. Also hallo an dich da draußen, der wissen wollte, wie meine Kameraeinstellungen sind. Das sind sie hier, EA Sports Game Cam, Einzelspielerkamera sehen wir jetzt ja hier, Kameraeinstellung individuell, weil ich habe die so eingestellt, dass wir hier eine Kamerahöhe von 10 haben und Kamerazoom von 4. Das ist so, ich habe immer so wieder ein bisschen herumprobiert in den Spielen. Ich habe immer so Testspiele gemacht, um zu gucken, was mir am besten gefällt und was mal was anderes ist, weil die ganzen letzten Jahre FIFA habe ich immer dieselbe Kameraeinstellung benommen. Und das wird halt eben öde. Und ich habe jetzt soweit nur mit dieser Kameraeinstellung gespielt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was die alte Kameraeinstellung überhaupt erst war. Und ich glaube, hier unten kommt gar nichts mehr, ne? Nee, da kommt gar nichts mehr. Also hier habt ihr die Einstellung, ist ganz simpel und kann ich jedem nur empfehlen, falls ihr dieses Feeling so ein Flair haben wollt von Fernsehenfußball so ungefähr. Jetzt haben wir auch genug getratscht, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Gleich gegen Freiburg hier im Regen, habe ich gerade eben gesehen, aber im Weserstadion. Also die Fans sitzen uns im Rücken. Das muss uns auf jeden Fall diesen Rückenwind geben, den wir brauchen für diese Partie. Und ich muss eben ganz kurz hier mit euch die Mannschaft zusammenstellen. Wir haben Demirovic als alter Freiburger hier im Verein. Deswegen, da freue ich mich schon extrem drauf, dass er hier gegen seine alten Leute spielen kann. Und deswegen werde ich ihn auch einsetzen. Ich werde auf jeden Fall einen Wechsel tätigen, schon von Anfang an. Das ist Betz, der in der letzten Episode gegen St. Pauli einen Doppelpack geschossen hat und da hat er es auch nur mehr als nur verdient, auch eingesetzt zu werden. Und ich muss es mal wieder sagen, Seiwald überzeugt mich nicht so krass, wie er eigentlich sollte. Das ist echt schade, weil Seiwald als jemand, der 78 Stärke schon hat und ich glaube, der ist immer noch 21, was halt wirklich geisteskrank ist, der hat 5 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß, aber er überzeugt mich irgendwie nicht so krass wie die anderen Spieler, wie zum Beispiel ein Betzner aus der letzten Episode. Deswegen bringe ich den jetzt rein, mit Özil soll er einmal mal tauschen. Özil ist da nicht so ganz, der fühlt sich nicht ganz zu Hause auf der Position, aber damit muss er sich jetzt einfach mal auseinandersetzen. Ich glaube, das liegt primär an seinem Defensivwert, der ja schlechter ist als gefühlt jeder Stürmer, den ich bisher besessen habe. Ansonsten, ich habe eigentlich auch vor, Seiwald tatsächlich immer ganz rauszunehmen, oder? Dass wir mal Seiwald jetzt mal kurz nochmal so einen kleinen Kantenstoß geben und sagen so, ey Seiwald, ne, bring mal ein bisschen bessere Leistung, dann wirst du auch eingesetzt und kommt, wisst ihr was, wir bringen mal Dwomo rein. Dwomo geht irgendwie so ein bisschen unter, als Supertalent eigentlich verpflichtet und irgendwie noch nicht so viel passiert. Vielleicht werde ich ihn ja mal einsetzen und der hat es auch mal wieder verdient, einen Startplatz zu bekommen. Das müssen wir auch irgendwann in Zukunft wieder hinbekommen. Und ansonsten, ich glaube, mit dieser Mannschaft kann ich ganz gut mit breiter Brust gegen Freiburg ran. Demirovic, da ist der Spieler, der heute im Rampenlicht steht, derjenige, der Freiburg Freiburg den Rücken zugedreht hat, der jetzt hier hoffentlich für uns auch gegen seinen alten Club ein Tor erzielen kann. Ich würde es ihm ja extrem gönnen, denn er ist momentan unser Topscorer. Ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut, was unsere Statistiken angeht. Mesut Özil tatsächlich der zweitmeiste mit den Toren zumindest und ist der, ja, also absolute Top-Vorlagengeber bei uns. Wen hätte es gewundert, der ja auch wirklich eine fantastische Saison bis hierhin halt eben spielt. Und ich fand es ganz lustig, im Real Life, also ich musste ein bisschen schmunzeln, weil Twitter ist momentan, was so die Upsa, was so die Gerüchte angeht, was Werder Bremen Verpflichtungen und so weiter, Transfers halt angeht, ist Twitter momentan sehr wild und auch schon die ganze Zeit sehr wild gewesen. Ich erinnere mich noch an diesen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Skandal, als jemand mal meinte, Mario Götze soll zu Werder Bremen, oh warte mal, jetzt geht's rund. Schmied sieht da unten mal Bimbi mal mit dem Volley. Und das war mal ein guter Versuch. So aus dem Nichts, Alter. Nach 8 Minuten direkt mal hier Flecken geprüft. Mal gucken, ob er Flecken im Gesicht hat. Aber nein, das konnte er ganz gut hier halten an der Stelle.
Ja, und es hieß mal irgendwie, Mesut Özil möchte auf jeden Fall von Fenerbahce weg oder sowas und Werder Bremen schaut sich irgendwie um oder so ein Quatsch. Und ich habe echt schmunzeln müssen, weil er spielt halt bei uns in Werder Bremen. Komm jetzt, Schmied, bring mal die Flanke rein jetzt hier, mein Freund. Oh, das ist aber eine sehr stramm geschossene. Pieper, vielleicht Pieper! Pieper mit dem 1:0 tatsächlich! Das ist doch scheißegal, ob die stramm geschossen worden ist, weil Amos Pieper ist halt eben da. Und der Typ, der hat einen strammen Kopf und das haben wir hier gesehen, Freunde. 1:0 nach 9 Minuten. Da ist Mesut Özil. Wer hat eigentlich die Vorlage? Ach nee, Schmied war die Vorlage. Stell dir mal vor, jetzt hätte er auch noch Özil die Vorlage gegeben, wo ich ihn gerade so in höchsten Tönen gelobt habe. Und so kann man auch mal beginnen gegen Platz Nummer 5, Alter. Mit der Nummer 5. Wie geil ist das denn? Amos Pieper, die Nummer 5 gegen den 5-Platzierten. Und da sieht Flecken, na was heißt, da sieht Flecken doof aus. Ich meine, da konnte er nicht ran. Das war ein fast unhaltbarer Kopfball. Wahnsinn. So, das kann gerne weitergehen. Und ich hoffe, dass wir mal so ein bisschen aus dieser... Also, dass wir so ein bisschen in die Bundesliga mal endlich reinkommen. Wir haben eine Mannschaft, die ist stark genug, um eigentlich in der Bundesliga sich absolut beweisen zu können. Auch als starke Mannschaft sich beweisen zu können. Und deswegen, da muss man eben ein bisschen mehr hin. Guck mal hier, Vincenzo Grifo gegen Danny da Costa. Da müssen wir noch mal ein bisschen sein Bein reinstellen. Das ist es auch. Danny da Costa auch bisher ein toller Neuzugang gewesen für uns im Team. Da ist er direkt wieder, Vincenzo Grifo gegen Danny da Costa. Und der, leider Ball nicht ganz im Spiel gehalten. Wir sehen es, es gibt einen Einwurf aus gefährlicher Position für Freiburg. Wirft zu Lato, der macht mal so einen Volley-Flanke jetzt hier mit rein. Höhler vom Tor, vom Kasten und Pavlenka hält irgendwie diesen extrem strammen Schuss hier von ihm. Aber das hat nichts zu bedeuten, weil wir sehen, jetzt kommt zum Eckball und vorhin hat es auch für uns ein Tor bedeutet. Vincenzo Grifo bringt die weit und Pavlenka, der hat die Pille natürlich. Da macht er gar keinen Spaß draus. Ui, aber beim Abwurf, okay. Ja, also wir haben es auch manchmal mit den Keepern und so, dass die da mal so einen Quatsch machen. Komm, ich sehe ihn doch da unten. Das ist aber nicht ganz. Ich glaube, Mambimbi sollte ich eigentlich anspielen. Aber wir haben immer noch die Pille. Das heißt für uns... Oh, vielleicht haben wir gleich nicht mehr die Pille. Ja, das sieht nicht mehr so schön aus. Nee, da rollen wir nur noch auf den Boden und machen uns irgendwie Löcher wie so Maulwürfe. Das ist aber hier nicht stark von uns gemacht. Aber Amos Pieper ist natürlich zur Stelle. Och, war das sexy. Oh mein Gott, war das schön. Romano Schmid, komm schon. Kleines Dribbling, ey, da wurde mal ein bisschen bedrängt. Betzner aus der Position mit dem Schuss, so. Hey, was ist denn hier los auf einmal mit Werder Bremen? Jetzt drehen wir richtig ab, oder was? Betzner hat auch richtig Bock, irgendwie die Tore zu schießen für uns. Und da muss Flecken sich aber ganz schön lang machen, mein Freund. Alter, Fingerspitzen, habt ihr das gesehen? Eckball, diesmal Özil auf der anderen Seite. Komm, ping ihn an, mach es real. Da ist Amos Pieper schon wieder, das wäre doch bescheuert. Amos Pieper, was ist denn mit dem? Amos Pieper, die Legende. Ich fass es nicht. Zwei Kopfballtore, zwei Seiten der Eckfahnen. Und er macht sein zweites Tor nach 28 Minuten. Das ist ja wirklich, das ist ja crazy. Wer bist du? Bist du ein Stürmer oder ein Verteidiger? Guck mal hier, der setzt sich auch wieder durch gegen zwei Spieler. Irgendwie. Und der Keeper kam da sogar ran, aber sieht halt total schlecht aus in der Position. Und Sike da auf die Nummer 2 da auf der Linie macht das auch nicht. Ach, guck mal hier, das schauen wir uns aus der Perspektive nochmal an. Ja, nicht die beste Keeperleistung. Aber ist mir egal. Amos Pieper feiert hier einen Doppelpack in diesem Spiel. Das kannst du sonst keinem erzählen. Aber das finde ich gerade zu geil, dass wir das haben. Alter, wir sind schon wieder durch. Romano Schmid zumindest. Unser Flügelmann irgendwie geworden. Komm, ganz unten, da ist Mambimbi. Oh, was eine Flanke. Nee. Ey. Oh. So eine Flanke habe ich auch kaum gesehen in FIFA, ne? Richtig stark gemacht. Oh, bitte jetzt kein Konter hier von Freiburg. Nee. Oh, Amatei, was machst du denn da? Kommen wir da ran mit Pieper? Ja, Pieper spielt heute das Spiel seines Lebens, ehrlich. Ich glaube, das würde er sich irgendwo, glaube ich, aufhängen oder sowas. Der wird, glaube ich, das über sein Bett hängen, dass er so ein Spiel hier erlebt hat. Also in der Verteidigung ein Bollwerk, wirklich ein Bollwerk. Fels in der Brandung nennt man das ja ziemlich gerne. Oh, was ist denn jetzt hier los? Jetzt brauche ich dich aber. Pieper, wo bist du? Alter, was ein Schuss. Hat er sich ein bisschen gesenkt und dann wäre er aber sowas von hier in den Winkel gezwirbelt. Guckt euch das mal an. Boah, Pavlenka kann er nur noch doof glotzen. Nix da, komm. Wir haben dich so oft abgewehrt. Höhler, jetzt Dembele. Dembele? Was für Dembele denn bitte? Willst du mich verarschen? Usman Dembele oder was? Ach, der Dembele. Holy shit. Freiburg hat sich auf jeden Fall ganz schön gut eingekauft. Hat sogar die Kapitänsbinde. 2:1. Es wird... Ach, Maxi Eggestein. Ich glaube, der hat heute nicht mal einen Ballkontakt gehabt. Ich habe ihn ja noch gar nicht gesehen hier. Aber jetzt sehe ich ihn auf einmal hier, das freudige Lächeln in seinem Gesicht. Amos Pieper, diesmal mit einem kleinen Fehler haben wir hier ja nochmal gesehen. Dann haben sie es einfach... Also, was sehr stark gespielt. Also, da brauchst du nicht viel machen, um das halt eben so runterzuballern. Und jetzt steht es 2:1. Es wird ein bisschen ernster, Freunde.
No, die machen das wieder so stark mit den Passspielen. Und ich glaube, jetzt möchte ich auch gerne hier die ersten Wechsel forcieren. Lass uns mal gucken, was hier jetzt hier noch ein bisschen passiert. Also die Sache ist, guck mal, Özil hat zwar wieder eine Vorlage hier sich erwirtschaftet und so, aber irgendwie allgemein im Spiel, da fehlt mir irgendwie der gewisse Pep und so. Deswegen bringe ich mal Junusovic rein, ein Routinier für den nächsten Routinier. Ansonsten, ja, Betzner hat auch irgendwie nicht so das allerkrasseste Spiel. Und ich möchte, wobei, wisst ihr was, ich glaube, ich mache das so. Betzner geht jetzt mal ein bisschen offensiver, weil wir haben ja schon gesehen gehabt, auch wenn sein Schusswert da nicht so wirklich die par excellence ausspricht, haben wir schon gesehen gehabt, vorne ist der wirklich eigentlich brachial, sonst hätte er ja nicht einen Doppelpack geschossen. Und Schmied werde ich mal auswechseln, weil der nicht mehr so fit ist. Und ich bringe Dwomo rein. Ich möchte Dwomo endlich mal sehen auf dem Feld wieder. Ja, und ich möchte ihn auch mal ein bisschen wieder, ja, halt mal wieder zu einem vernünftigen Spieler hier vor, so ein bisschen bringen, ne? Der Typ, der hat extrem geisteskrankes Potenzial. Und dann wird es auch mal Zeit, dass wir den mal ein bisschen pushen und so. Das müsste ein Eckball geben, so ist es auch. Vincenzo Grifo, wir sehen hier Junusovic gerade eingewechselt. Grifo und Junusovic muss direkt mal, ja, klären. Also das ist immerhin geklärt. Da kann Grifo sich das Ganze nochmal ausbringen. Ich möchte jetzt hier bitte keinen Ausgleich haben. Bitte kein 2:2. Gila Vugi wird eingewechselt. Oh, Junusovic muss wieder helfen. Diesmal besser geklärt, da ist sogar Dwomo. Oh, Zinedine Zidane-Style. Schon fast eine Kopfnuss dem Gegner gegeben. Hat er deine Mutter auch benannt oder was? Da liegt jemand schwer verletzt am Boden, Freunde. Hallo. Könnt ihr mal den Angriff hier irgendwie stoppen oder sowas? Hallo, wir müssen mal hier Fair Play und so. Hier hinter Costa. Hallo. Fair Play. Ey, ich darf das nicht rausschießen. Die wollen mich das... Hallo, ich möchte hier Fair Play machen. Komm, Mambimi, dann wenigstens du. Da liegt jemand verletzt auf dem Boden. Da müssen wir mal was tun. Sehen wir hier irgendwas? Höhler ist das sogar, deren Stürmer oder was? Und das sieht aber nicht mehr so geisteskrank verletzt aus. Also dafür, dass er jetzt gerade am Boden lag und sich gar nicht mehr gerührt hat. Weißt du, ich dachte, jetzt muss schon Einsatzhelikopter rein. Nee, Lienhardt ist das. Der wurde auch gar nicht ausgewechselt, obwohl er verletzt ist. Der Arme. Da ist er ja. Lienhardt. Alter, was hast du für einen Trainer, mein Freund? Nee. Lass sein. Nee, lass gut sein. Pavlenka, danke schön. Gut, dass du da bist. Mann. Wir kommen jetzt auf einmal nicht mehr an den Ball ran. Das gefällt mir gar nicht. Das ist wieder so typisch, ne? Wenn ein Tor fallen muss für die Gegner. Oh, bitte, Amatei, du bist groß und stark. Du machst das doch. Bitte. Alter, schieß einfach die Pille nach vorne. Ich weiß noch, wie irgendjemand mir mal in die Kommentare geschrieben hat. Ich glaube, du solltest, wenn du klären musst, einfach die Pille wegknallen. Das habe ich jetzt gerade auch nochmal gemacht. Amatei, also wirklich, ehrlich, was Pässe abfangen angeht, da ist der wirklich unerreicht. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Der Typ, also Betzner, Pässe sollst du aber auch... Ich habe Zweikampf gedrückt. Ich habe Zweikampf gedrückt. Ich möchte nicht, dass die dann die Bälle einfach wegschießen. Oh, was passiert hier? Dembélé? Bitte nicht, komm. Adli. Adli, Alter, was ein strammer Schuss. Was ist das für ein Typ? Und mir gefallen doch gar nicht die Statistiken. Also ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich werde hier ein bisschen überrannt gerade. Komm, Amatei wird jetzt mal ausgewechselt. Ich brauche einen Fitten. Im Bert, ja, vielleicht nicht. Nee, da auch nicht. Mambimbi ganz bestimmt nicht als Sechser. Junusovic maybe? Ich glaube, das ist die beste Wahl, die wir da haben. Oh, das können nochmal richtig brisante letzte Minuten hier werden. Oh, Demirovic, einfach bitte weg. Oh, da ist Dwomo, komm. Dwomo, deine erste Chance, richtig zu glänzen. Komm, ja, schick ihn, schneller. Ja, Mambimi ist durch, das ist kein Abseits. Mambimi, bitte mach es. Bitte mach den Deckel zu. Mambimi, yes! Bam! Das Weserstadion steht auf dem Kopf. Ist das geil gemacht. Und Dwomo ist der Vorlagengeber. Die Nummer 7, das 3:1, meine Damen und Herren. Und damit ist es besiegelt. Freiburg holt sich hier keinen Punkt aus diesem Spiel. Schön, siehst du ihn? Tatsächlich, Danny da Costa. Wo wollen wir denn überhaupt hin mit ihm? Ich habe keine Anspielstation. Junusovic, da ist Dwomo. Dwomo vielleicht. Mit dem... Das müsste abgepfiffen werden jetzt hier. Da gibt's nichts mehr. Tatsächlich, geil, Mann. Wir gewinnen 3:1 gegen Freiburg, meine Damen und Herren. Ist das schön, oder was? Also auch gegen starke Gegner, weil ich habe mir die Mannschaft von denen angeschaut. Alter, die haben Schlotterbeck, die haben Flecken im Tor, auch wenn er heute nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Wir haben gesehen, die haben sich Dembélé eingekauft und so. Die haben Maxi Eggestein, das sind alles richtig starke Spieler. Und trotzdem gewinnen wir das Ganze mit 3:1. Und wer? Hier, da sehen wir ihn. Weißt du, nee, hä? Das ist Demirovic. Pieper, das ist der rechts. Kameramann, das ist der rechts. Ja, Pieper müsste eigentlich Man of the Match sein. Also mit absolutem Abstand. Ich wäre mit allem anderen wirklich schon beleidigt, wenn er es nicht ist, weil Wahnsinnsspiel. Warte, wir schauen uns das an. Ich habe gerade ein bisschen den Schock kassiert dafür, dass Schulz da gerade stand. Da ist er, Amos Pieper mit 8,4. Das hat er sich auch mehr als nur verdient. Was ein Spiel von Amos Pieper. Guck mal, wo der alles aktiv war jetzt hier gerade. Wir sehen es, sein Stellungsspiel. Das muss ich auch mal ein bisschen alles so ein bisschen mehr analysieren, habe ich so das Gefühl. Vielleicht sollte ich mal irgendwie beginnen, das so ja, dass wir das irgendwie in die Karriere mit einbauen, dass ich immer so Analysen oder sowas mache. Guck mal, hier Romano Schmied sehen wir, der auch sogar hinten mit ausgeholfen hat bei uns, ne? Seht ihr das? Auch hinten, guck mal, der verteilt sich auch mal gerne so in die Sechserposition.
vielleicht eher achter Position, kann man vielleicht sagen, obwohl der ja, seht ihr, eigentlich vorne im wie nennt man das, im Spitzentrio arbeiten soll. Das ist ja interessant. Guck mal, wie die sich unterscheiden hier zum Beispiel. Wahnsinn. Demirovic, aber auch, ne? Verteilt sich auch so. Also wir haben sehr viel, obwohl wir diese Aufstellung hier haben, immer noch sehr, sehr viel Aktionen hier so im wirklich direkten Mittelfeld. Und das ist ja auch eigentlich das, was ich wollte mit dieser Formation, dass wir das aus der zweiten Liga nicht so ganz verlieren. Das nächste Spiel ist zwar in der Bundesliga gegen Union Berlin, die momentan den 16. Platz bekleiden. Also für die läuft es gerade nicht allzu gut nach 8 Spieltagen. Die Sache ist nur, wir gucken eben ganz kurz in den Kalender rein und sehen da, meine Damen und Herren, was sehen wir hier? Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen. Krasses Los, was wir uns da gezogen haben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was der Vorstand wollte, was wir erreichen hier im DFB-Pokal. Und da sehen wir, wir sollen Runde der letzten 16 erreichen. Also gegen Leverkusen muss eigentlich ein Sieg her. Die Sache ist aber, es ist halt eben Leverkusen. So, deswegen möchte ich jetzt hier im Spiel gegen Union Berlin so ein bisschen meine Mannschaft ja aufpeppen. Ist vielleicht das falsche Wort, aber dass wir uns zumindest mal andere Spieler anschauen, die wir einsetzen können. Oh, guck mal, Demirovic ist sogar um 1 schon gestiegen. Der ist jetzt auf eine 77. Was für ein krasser Stürmer. Aber du wirst für dieses Spiel leider ausfallen müssen. Denn wir werden jetzt hier relativ viel aussortieren müssen, weil ich brauche die starken Spieler im Spiel gegen Leverkusen. Auch ein Pieper werde ich auswechseln, dafür werde ich einen Veljkovic reinsetzen und Meragic kommt auch mal raus. Komm, Navrotski darf sich mal beweisen, Danny da Costa gegen Carstensen. Schulz möchte ich gerne behalten, genauso wie Amatei, der ist ganz gut drauf und da haben wir noch Möglichkeiten zum Wechsel. Seiwald lasse ich noch. Özil möchte ich, glaube ich, auch auswechseln. Dafür möchte man im Bert ein bisschen offensiver erleben, wisst ihr? Mal nicht auf einen Achter, sondern mal auf einer Zehnerposition. Wobei, ich kann ihn auch ein bisschen nach hinten verschieben und dann machen wir ihn einfach mal zum ZM. Ja, komm, das bietet sich, glaube ich, besser bei so einem Spieler wie ihn an. Und ansonsten, Mambimbi könnte ich noch auswechseln. Tatsächlich möchte ich auch gegen Goller mal ausprobieren. Wobei dann eher Romano Schmid. Da kann man Benjamin Goller sich mal wieder beweisen. Und dann noch so ein bisschen hier die Bank bekleiden. Ich möchte zum Beispiel einen Erendingschi mal auf der Bank sehen und vielleicht auch mal einsetzen, mal einwechseln. Ich bringe einen Engelhardt rein, falls wir mal einen Sechser hier irgendwie benötigen. Und ansonsten, was wollen wir sonst noch machen? Ich glaube, Omeragic eher als Pieper. Ansonsten kann man das, denke ich, mal so lassen. Und so würde ich dann mal gerne in die Partie reingehen gegen Union Berlin. Ist mal ein bisschen was anderes. Auch gewagt, alle Spieler mal irgendwie rauszuwerfen und dann, ne, so zu spielen, die ja gar nicht wirklich eingespielt sind miteinander. Aber das muss es einfach sein, damit wir im DFB-Pokal auf jeden Fall einen Sieg einfahren. Die alte Försterei, das bessere Berlin. Das wollen natürlich böse Zungen sagen. Das kommt nicht aus meinem Mund, ja. Gegen Union Berlin jetzt hier geht's ran. Wobei Union Berlin hat sich ja, ja, was war das denn bitte auch für ein Versuch, Schulz, ne? Das war ja auch mal wieder ein Satz mit X, also gar nichts. Aber guck mal hier, Seiwald bedient sich direkt mal. Oben ist ein Mambimbi, der bedient sich auch an der Pille. Aber wurde ganz abgewehrt. Ich finde es lustig, dass sie einen Keeper haben, der Forster heißt. Also fast Förster, ne? An der alten Försterei und so weiter. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das lustig findet. Avonie in die Mitte gespielt, Michel. Aber wurde halt eben auch nicht wirklich gut zum Absender, zum Empfänger hier abgesendet. Ja, aber was ich sagen wollte ist, obwohl man sagen muss, jetzt aus der letzten Bundesliga-Saison heraus, ist tatsächlich Union Berlin wirklich das bessere Berlin, ne? Also wenn man sich Hertha BSC anschaut und so, wobei bei denen ist ja irgendwie alles verkorkst momentan. Ach, scheiß drauf, jetzt hier nicht solche Themen hier irgendwie starten, sondern jetzt mal gewinnen hier mit Amatei, der mal einen Schuss rausknallt. Stellt euch mal vor, so ein Ding würde reinfliegen. Ich sage euch, ich glaube, dann steht nicht nur das Stadion auf dem Kopf, dann stehe ich auch auf dem Kopf, Alter. Ja, das ist es. Baden-Friedrichsen, der macht das Tor. Oh, schade. Oh. Forster ist da. Ey, es war aber ein schönes Ding, ne? Muss man auch sagen, obwohl er mit rechts geschossen hat. Seiwald jetzt mit dem Eckball. Mal gucken, ob er das gut kann wie Özil und Schmid. Da sehen wir Amatei in der Mitte. Kopfbälle funktionieren ja bisher eigentlich ziemlich gut bei uns. Komm, Veljkovic, hau mal einen Sensor raus hier. Oh, wurde abgewehrt. Abgefälscht. Amatei, hol mal einen Sensor raus hier. Oh, Amatei, wuhu! Junge, 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 Junge. Irgendwann fliegt so ein Ding rein und dann schrei ich mir wirklich die Lunge aus dem Leib. Guck mal, wie er sich freut. Habt ihr sein Lächeln im Gesicht gesehen? Auch der ist so süß. Amatei ist so süß. Komm, die andere Seite. Imbert doch nicht. Bist du denn? Hast du Lack gesoffen? Wieso darf ich den nicht wechseln? Ich will doch nicht, dass Imbert hier bitte schießt. Um Gottes Willen. Dann lieber Carstensen oder so, der mal ein bisschen Schnitt hier mit reinbringen kann. Imbert ist zu groß. Der muss in der Mitte stehen. Carstensen, let's go. Flanke kommt. Amatei, der ist gut drauf. Aber nicht gut genug, um ein Tor halt eben hier zu erzielen, auch wenn er nah dran war. Komm, Carstensen, du kannst doch auch, oder? Carstensen! Was sind denn, also ich weiß nicht, was mit meinen Spielern los ist, aber die spielen irgendwie ein ganz anderes Fußball irgendwie hier. Das kommt, also ich weiß nicht, ob ich hier Werder Bremen spiele als Aufsteiger oder ob das jetzt irgendwie so ein Champions-League-Kandidat ist. Ich möchte nicht übertreiben, aber das Team fühlt sich so fresh und so gut an. Komm, andere Seite wieder, Seiwald. Wir gehen jetzt von einer Seite zur anderen, die ganze Zeit hin und her, bis das Tor fällt. Amatei, wieder nix.
Oh, diesmal ist es kein Spieler von uns, der hier die Pille gewinnt, sondern Rani Khedira, ne? Bruder von Sammy Khedira. Was haben wir jetzt hier? Avoni wird wieder angespielt, aber guck mal, unsere Defensive ist halt auch einfach aus Gold. Und unsere Offensive hoffentlich aus Platin, Seiwald aus der ja, Baden Fredriksen, ne? Das habe ich mir schon gedacht, dass du dich da in den Weg stellst, ne? Was bist du eigentlich für eine Fluppe? Nee, der kann natürlich gar nichts für. Oh, ist auch wieder eine ganz tolle Kameraführung hier. Also ihr habt ja mich gefragt gehabt, was für eine Kameraeinstellung hast du so. Wie ihr sehen könnt, die funktioniert auch echt gut. Nee, das möchte ich hier aber nicht. Alter, Pavlenka, was eine Glanztat. Ui. Also das war wirklich, also den hat er ja gerade so über die Latte bekommen. Ich weiß nicht, wie kann man denn bitte so schießen eigentlich? Das ist doch wieder physikalisch unmöglich. Aber dass er den gehalten hat, ist noch viel krasser. Komm, jetzt gibt es mal einen Eckball für die Gäste, würde ich schon fast sagen, für die Heimmannschaft. Michel, Prömel wird angespielt, bitte klärt die Scheiße. Das ist wieder so eine Junusovic-Kläraktion, ne? So ein, hey, ich kann überhaupt gar keine Kopfbälle und deswegen pfeife ich den in die eigenen, wieder ins eigene Aus rein. Michel wieder, Khedira diesmal der Abnehmer, Khedira kommt sogar ran, glaube ich. Ja, es gibt nämlich Abstoß, aber daran habt ihr schon gehört, wenn es keinen Abstoß geben würde. Oh, ey, also spinnst du oder was? Erst im letzten Spiel lag jemand schwer verletzt auf dem Boden und so, ich brauche das nicht bei meinen eigenen Spielern hier. Freundin, dafür gibt's jetzt Karma. Oder halt eben auch nicht. Keine Gerechtigkeit in dieser Welt, Wahnsinn. Ne, das gibt's ja wohl nicht. Ey, würde ich diese Karriere mit Facecam aufnehmen, ne? Ihr hättet gerade, glaube ich, ihr hättet wahrscheinlich, mein Mund war so weit auf, ne? Man hätte einen Teller, wirklich so ein Pizzateller hätte man, glaube ich, in meinen Mund stecken können. Das hätte, was, das war abgefälscht? Ich sehe gar nichts mehr, ne? Ich dachte, ich trage eine Brille. Was ist denn hier los? Macht der einen Seifallzieher oder was? Also, ganz komische Mannschaft Union Berlin. Ich verstehe, warum sie auf dem 16. sind, weil die machen ganz verkehrte Dinge, aber, ey! Ey, bitte, verliert jetzt nicht euer Fokus hier in der Endverteidigung. Ich habe euch gerade eben noch gelobt und ich glaube, das war ein Fehler wahrscheinlich. Das ist nicht mal ein Foul. Amatei kommt mit so einer Scheiße durch. Komm, unten, Benjamin Goller. Ja? Benjamin wird umgegrätscht, Elfmeter. Hallo, Elfer. Wobei, wenn wir... Ach, er pfeift ab. Ey, okay, wobei man muss sagen, wenn Amatei da kein Foul hatte, dann ist das halt eben auch kein Elfmeter. Wir gehen in die Halbzeit rein. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen über die Statistiken schauen. Ja, wir machen mal so eine kleine Match-Analysen-Runde hier, okay? Wir gucken mal, was nämlich hier so abgegangen ist. Ich glaube, das machen wir nämlich viel zu selten. Ich glaube, bei Leistung kann man das, denke ich mal, nachschauen. Und da sehe ich... Boah, ups, Entschuldigung. Ja, das... Mein Körper wollte sich das nicht anschauen. Mein Körper hat mir direkt gesagt gehabt, nee, mein Freund, da kriege ich auf einmal einen kurzen Ausstoß. Wir sehen hier, vor allem interessieren mich hier die Spielerbewertungen, dass Goller ein bisschen noch was zu kämpfen hat. Wir sehen, Pavlenka ist momentan extrem gut, Amatei vor allen Dingen. Damit habe ich auch ehrlich gesagt gerechnet. Goller, nicht das beste Spiel. Und ich erwarte von dem eigentlich viel, weil Benjamin Goller, jemand, den wir hätten auch verkaufen können. Aber ich habe in ihm wirklich irgendwie das Potenzial gesehen, dass da noch mehr rauskommen kann. Und deswegen, ich hoffe, dass er noch irgendwie in seine... Ich weiß nicht, seine Fußballschuhe noch die Kraft irgendwie findet. Veljkovic auch nicht allzu gut, wobei ich sagen muss, Navrocki gefällt mir schon so ein bisschen weniger als Veljkovic. Wir sehen, Veljkovic wagt sich auch ein bisschen weiter nach vorne. Navrocki ist auch irgendwie im Mittelfeld unterwegs. Den sind wir ja momentan, wir sind ja gerade dabei, Navrocki zu einem Sechser eben umzuformieren, also zum defensiven Mittelfeldspieler. Ich glaube, da fühlt er sich einfach wohler, ne? Guck mal hier, wie gesagt, in dieser Heatmap seht ihr, was sein Stellungsspiel betrifft. Der ist nicht in der Innenverteidigung. Der fühlt sich da irgendwie nicht wohl, ne? Der möchte irgendwie auch einen kleinen Zug nach vorne. Ist auch jemand, der sogar Workrate hoch bei Angriff drin hat als Innenverteidiger. So ein kleiner Mats Hummels. Ja, ansonsten... Also unsere Verteidigung ist das vor allen Dingen, ne? Guck mal hier, du hast Nico Schulz mit einer schlechten Bewertung und halt zwei Innenverteidiger. Das darf halt eigentlich so nicht sein. Und deswegen, ich überlege sogar tatsächlich hier einen Navrocki auszuwechseln, jetzt schon. Aber ich werde das, glaube ich, so machen, dass Amatei mal in die Innenverteidigung darf. Das ist jetzt sehr spannend, da hat er, glaube ich, bisher noch gar nicht für uns gespielt. Und Navrocki wechsle ich dann gegen Engelhardt, dass wir ihm so ein bisschen Spielpraxis geben. Das traue ich mich zu, das traue ich uns zu. Und deswegen hoffe ich, dass das auch wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Amatei darf sich wohl direkt beweisen, oder was? Ah, er stellt sich natürlich in den Schuss rein. Heldenhaft. Wirklich heldenhaft stellt er sich in den Schuss rein. Wie als wären wir hier im Weltkrieg. Und ich sag euch, ich glaube, so ein Innenverteidiger wie Amatei, also den setzen wir ja und den formieren wir auch um zu einem defensiven Mittelfeldspieler, so wie wir das ja gemacht haben bei... Ey, boah, der geht ja so durch. So wie wir das bei Navrocki machen. Ja, ich glaube, wir werden ihn auch des Öfteren als Innenverteidiger irgendwie benötigen können, weil ich habe ganz... Ja, was zur Hölle mache ich? Was mache ich für ein Bullshit hier gerade?
Bisschen weniger labern, mein Freund, und ein bisschen mehr sich darauf konzentrieren, hier FIFA zu spielen. Dankeschön. Was ich sagen wollte ist, der ist nämlich, seine große Stärke ist es tatsächlich, ist mir aufgefallen, Pässe abzufangen. Allgemein den Ball einfach abzufangen. So häufig kriegt er das so gut hin. Und das ist stark als defensiver Mittelfeldspieler, sodass du halt eben wieder Kontrolle über den Ball gewinnst. Ach, schade. Den Baden Fredriksen, den ich da anpeilen wollte, den ich wahrscheinlich auch bald auswechseln werde. Er ist irgendwie... Ach, Amatei, das meine ich. Ich habe es gerade angesprochen. Habt ihr das gesehen, wie er wieder komplett alles abfangen konnte? Das ist so stark, wie der das macht. Oh, bitte nicht. Ist das Abseits? Ist kein Abseits. Amatei, du bist überall gerade. Dich brauchen wir auch in der Innenverteidigung. Was war das denn? Ganz komisch. Vor allem in der Verteidigung allgemein. Ja, ich glaube, ich werde gleich Baden Fredriksen auswechseln. Der ist irgendwie nicht so spritzig heute. Der will irgendwie sich den Ball nicht holen, sondern wartet irgendwie wie so ein Mario Gomez, immer mein prädestinierter Ansprechpartner für so einen Typ Stürmer. Da ist er aber diesmal. Komm, Baden Fredriksen. Siehst du ihn ganz oben? Tatsächlich. Schulz. Weiter auf Goller. Kann der flanken, der Junge? Wir sehen es jetzt. Goller. Flanke kommt rein. Mambimi, das ist eine gute Flanke. Hui. Ja, flanken kann der. Aber in der Mitte war halt leider kein Spieler, den ich unbedingt hätte anpeilen wollen. Und deswegen werde ich jetzt Baden Fredriksen, denke ich mal, auswechseln gegen Aaron Dingschi, den ich fälschlicherweise mal in einer Folge klein genannt habe, okay? Der ist 1,88 Meter. Ich weiß nicht, wieso ich darauf gekommen bin, dass der klein ist, aber der ist doch groß. Habe ich nicht mit gerechnet. So, der kommt mal rein und Goller wird jetzt auch ausgewechselt. Da kommt jetzt mal ein Duomo rein. Mal eine richtig offensive Position hier für Duomo. Das ist doch Quatsch mit Soße. Was macht ihr denn hier für eine Scheiße? Ja, nee, ist klar. Ey, boah, gefühlt war wieder schon alles zugestellt schon wieder von uns. Und irgendwie winzt sich der Ball wieder durch unsere Reihen und so. Und selbst Amatei hat das geil gemacht, finde ich. Wo hat denn überhaupt durchgeschossen? Durch seinen Körper oder was? Komm, ich will die Wiederholung sehen. Ich möchte gerne sehen, wo er bitte Amatei nicht erwischt hat. Ja, am Körper wahrscheinlich, ne? Guck mal hier. Alter, Amatei hat das gut gemacht, ey. Aber ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, so ein paar Millimeter haben wahrscheinlich nur gefehlt. Guck mal hier, oh. Der hätte sogar mit der Hand rangehen können. Und das wäre nicht mal ein Elfmeter wahrscheinlich geworden. A, weil wir hier in FIFA spielen und, naja, Hand ist jetzt hier nicht angestellt, weil das in FIFA irgendwie so eine ganz vage Diskussion ist. Und B, naja, weil es eine eigentlich, wie ich finde, natürliche Bewegung war. Naja, 1-0 liegen wir hinten in der 70. Minute. Das ist etwas, was du gar nicht sehen willst. Wir tunneln ihn einfach mal, okay? Alter! Ey, rot! Es ist die rote Karte! Es ist die wirklich? Junge, was sind die heute ruppig, aber auch die Unioner, oder? Oh, die Eisernen. Man nennt sie nicht umsonst die Eisernen. Denen ist das egal, weißt du, die haben Beine aus Stahl. Die hauen da so rein. Und jetzt eine rote Karte. Das ist echt für uns ganz wichtig. Ich weiß nicht, welcher Spieler da jetzt dafür geflogen ist. Hoffentlich ist es irgendjemand, der im Mittelfeld... Mit solchen Pässen wirst du halt aber auch kein Weltmeister, ehrlich jetzt. Das kannst du doch schon wieder nicht machen. Ich mache aber auch Fehlpässe. Ich weiß gar nicht, was das ist überhaupt. So viele Fehlpässe. Und Amatei ist wieder derjenige, der die ganzen Pässe hier abfängt. Ich sag es ja nicht umsonst, Freunde der Nacht. Komm, Seiwald. Wohin geht die Pille? Bringen wir erstmal zu Imbert. Mal ein bisschen auf den Flügeln oder was? Lass uns mal was aufbauen hier. Hier so ein Engelhardt zum Beispiel. So ein Engelhardt zum Beispiel. Och, der hat aber auch eine Ballkontrolle, Junge, wie eine Fliege. Das kannst du wieder niemandem erzählen. Schön gesehen. Aaron Dingschi, du bist doch so ein Dribbelkönig. Warum machst du nichts da draus? Im Bert? Mit dem Rechten? Oh, viel zu mittig leider. Ui, da wäre ich fast rangekommen. Der hätte fast hier, ich glaube, das war Mambimi oder so, hätte fast einen Schädelbasisbruch damit erteilt, dass er ihm fast ins Gesicht geschmissen hat. Schäfer gegen Carstensen, du bist doch defensiv stark. Mach Druck. Mach Druck. Allesamt. Jeder. Schulz. Mann, ganz oben jetzt Schulz. Ja, das ist dein Flügel, das weißt du hoffentlich, ne? 86. Minute klingelt an der Haustür. Ey, bitte. Bitte. Ich brauche jetzt wirklich diesen Gottesschlag. Bitte, 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 bitte. Guck mal, wie sie den Ball an die eigenen Reihen jetzt hier vertanzen wollen. Guck mal, Imbert stellt seinen Fuß gut da rein. Aber es reicht nicht. Der auch nicht. Bitte nicht, Prömel. Bitte nicht. Imbert, klär das. Mach it. Oh. Letzte Minute, oder was? Jetzt, let's go. Duomo, auf den Flügel. Das ist der letzte Angriff im Spiel. Das ist unsere letzte Chance, hier den Ausgleich zu erzielen. Ist Duomo der Superstar? Nein. Nein, ist er nicht. Wir verlieren 1-0 gegen Union Berlin. Ey, die erste Übereinkunft. Aber die Sache ist, guck mal, das ist eine Zwei-Jahres-Leihe. Ich meine, da bin ich immer noch nicht wirklich abgeneigt zu. Und ich werde es jetzt auch annehmen. Hier seht ihr annehmen. Da klicke ich jetzt auch drauf. Ich habe aber immer noch die Sorge, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dazu kommen wird, dass das Ganze wieder ins Wasser fällt und es dann heißt von wegen so, nee, hier ist Ruhe eingekehrt, der wechselt doch nicht und bla bla bla, ihr kennt das ganze Spielchen. So, Leverkusen kommt gleich erst, wir müssen uns gerade um Wichtigeres kümmern, und zwar hier der Jugendscout-Bericht. Und guck mal, ob wir hier weitere Superstars haben, zum Beispiel Selim Sayed.
Ja, den werde ich mal verpflichten. Sein Potenzial sieht ja gar nicht mal so übel aus. Aboubakar wird es wahrscheinlich eher nicht sein und Ibrahim wahrscheinlich auch eher nicht. Wir haben ja noch einen weiteren absoluten Superstar uns ja. War das sogar in der letzten Episode oder in der vorletzten? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kocht, köchelt, brüht ein wirklich Superstar-Spieler bei uns in den hinteren Reihen. Wir sehen Weber. Oh, 1 Million ist der jetzt schon wert. Den werde ich trotzdem verpflichten. Ihr dürft nicht vergessen, Dynamic Potential ist immer noch eine Sache in FIFA. Und selbst wenn sein Potenzial, wie es hier steht, nur bis 88 ist, wenn er jetzt schon einen geilen Wert hat, wir können ihn ja auch verkaufen im Winter, ne? Also von daher, du wirst es nicht sein. Alexander Werner nicht. Jonas Koch, da hat anscheinend Mathis Koch hier sich seinen Sohn oder sowas geangelt. Und wir sehen, der ist aber auch. Alter, der hat ja aber wirklich einen starken Sohn. Auf jeden Fall verpflichte ich den. Ich glaube, unsere Fußballschule quillt so ein bisschen über, kann das sein? Hier, wir gucken mal in die Jugendakademie. Ich glaube, ja, aber guck mal, was hier für Spieler halt eben rumfliegen. Okay, dieser Hofmann, Alter, ich sag's euch, wie es ist. Mir wurde gesagt gehabt, den könnte man auch ganz gut eigentlich zu einem Innenverteidiger, glaube ich, umformen. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, ne? Weil, wenn ihr euch das mal anschaut, was der hier so für Wert hat. Ich meine, das Doofe ist seine Workrate, oder sind seine Workrates hier. Wir sehen mittelniedrig, das ist halt irgendwie nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber der kann als Innenverteidiger echt gut fungieren, wa? Ich glaube, ich werde den mal konvertieren. Konvertieren? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, wir gehen mal in einen Position Change hier mit rein. Da haben wir den Weber. Das ist ein ZDM. Der kann ja meinetwegen ZDM bleiben. Dann ne, machen wir ihn halt eben hier zu einem Innenverteidiger und den zu einem ZM. Der hat einen Physiswert von 83? Was ist das denn für ein krasser? Junge, der hat Aggressivität 92. Hallo, Bargfriede. Was ist das denn? Alter Finne. Oder alter Deutscher? Junge, was ist das denn für ein Typ? Ja, aber hallo. Ich glaube, der kann man aber mal richtig reinknallen. Komm, defensives Mittelfeld kriegst du aber mal an die Latschen gehauen. Mein Bester. Oder ist das hier? Nee, das würde Sprungkraft auch noch erhöhen. Aber brauche ich Sprungkraft bei ihm unbedingt? Das ist ja wirklich. Komm, wir machen ihm mal defensives Mittelfeld. Das ist ja ein krasser Typ. Und dann haben wir hier noch den Sayed. Alter, guck mal. Potenzial 71 bis 94 ist aber auch krass, ne? Der hat jetzt schon schwacher Fuß, 5 Sterne. Ey, was wir uns hier zusammenspielen. Das ist Werder Bremen, Leute. Das ist Werder Bremen. Jugendschmiede. Guck mal hier. Außer wäre sein Schuss, wäre das nicht so geil, ne? Ich glaube, das ist ein guter Zehner. Ich glaube, den machen wir zum ZOM. Das passt irgendwie besser bei ihm, oder? Wenn man sich seine Werte anschaut, ja, passend Dribbling. Wir machen ihn, glaube ich, mal zum ZOM und gucken mal, wo seine Reise dann hinführt. Und ich glaube, ich muss vielleicht schon sogar die ersten Spieler irgendwie mit aufnehmen in unser Verein, ne? Wie war das eigentlich nochmal? Ach, hier sehen wir noch den Jonas Koch, ist ein Linksverteidiger, meinetwegen. Den wollen wir jetzt hier gar nicht vergessen. Neben Sauer, Tempo, Verteidigung, Physis. Klappt ja eigentlich ganz gut als Linksverteidiger, hätte ich gesagt. Dann will ich aber so ein bisschen seine... Eigentlich gerne auch, ja, wobei defensiver Flügelverteidiger ist nicht schlecht für ihn, ne? Wir machen das mal rein, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir eben ganz kurz. Welche Spieler können wir gebrauchen? Also die beiden, das ist halt wirklich ein Duo. Also das ist ja wirklich geisteskrank, was die beiden sich holen können. Genauso wie dieser Menezes. Hugo Menezes. Ich glaube, wir müssen uns die ersten Spieler schon mal holen. Ich glaube, vor allen Dingen Sauer wird irgendwann sauer sein, dass wir ihn nicht zum Profi halt eben machen. Aber guck mal, sein Potenzial geht immer weiter runter. Ich glaube, den werde ich freigeben. Wir haben so viele Spieler hier, ich glaube, ich muss den freigeben. Und jetzt, ich hätte schon fast gesagt, den werden wir einfach mal zum Profi befördern. Leute, guckt euch den an. Der wird so heftig Profi befördern, ich überlege gar nicht. Den schauen wir uns jetzt direkt an, oder? Den schauen wir uns nochmal direkt an hier, den Guten. Und den können wir sogar vielleicht mal irgendwann einsetzen. Was sagt denn der hier, der Gute, der Hofmann? Alter, der hat auch so geile Allround-Werte. Das ist so ein guter Spieler. Ich freue mich auf den. Freut ihr euch auch? 1,84, das kannst du machen, auch als Innenverteidiger. Ich hoffe, in der Wintertransferperiode werden wir noch mal ein paar Spieler hier verkaufen können. Weil wir haben mal wieder ein extrem riesiges Überangebot an allen möglichen Spielern hier. Boah, ich habe jetzt auch schon so ein bisschen rotiert, aber mir fällt auf, wir haben jetzt auch gerade nicht mehr so wirklich die Fittesten gegen Bayer Leverkusen. Und ich überlege, eine Dreierkette zu starten. Wisst ihr, mit breiter Brust vorangehen? Das ist doch mein Motto, ne? Und vielleicht ist es jetzt Zeit, mal eine Dreierkette auszuprobieren. Sogar mit Doppelsturmspitze, hätte ich gesagt. Deswegen sowas hier vielleicht? Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Formation. Unsere Flügelspieler können wir hier weiterhin einsetzen. Weil guck mal, Schulz ist nicht mehr so wirklich fit. Den wechseln wir mal aus. Aber die Sache ist, gegen wen? Ich glaube, wir machen erstmal Mambimbi. Der ist ja auf den Flügeln, fühlt er sich geheim. Ich wechsle den aber hier auf diese Seite. Wir sehen, Schmied darf hier eigentlich nicht spielen. Wir könnten Özil auf diese Position eben bringen. Der will ja auch auf den Flügeln gerne mal spielen. Danny da Costa wird jetzt mal ausgewechselt. Engelhardt in der Innenverteidigung können wir auch mal gerne ausprobieren. Das ist auch auf jeden Fall ziemlich spannend. Und zwar, ich wollte eigentlich Imbert gerne einsetzen, aber ich glaube, es wird Zeit für Junusovic, dass der wieder hier rankommt. Pieper muss auf jeden Fall die Mitte bestücken, glaube ich. Das machen wir mal lieber so. Engelhardt, das ist schon risky, ne? Aber
Guck mal, der ist anscheinend nicht schlecht in der Innenverteidigung. Ich will ihn da mal einsetzen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zur schlechten Seite, ne, weil Özil und jetzt Engelhardt, Özil nicht der schnellste, Engelhardt allgemein ja nicht so wirklich der Beste. Schulz natürlich auswechseln, da kommt Baden-Fredriksen rein. Wir bringen Aaron Dingschi wieder auf die Bank. Wir wollen Danny da Costa eben auswechseln. Und zwar, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Sechser, einen ZDM. Kommt groß, der bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit ins Spiel rein, wenn wir ihn einsetzen müssen. Und ich glaube, der Rest kann meinetwegen so bleiben. Hofmann hätte hier eine Chance, ne? Sich eigentlich zu beweisen. Aber direkt gegen Bayer Leverkusen ist schon... Ach komm, wisst ihr was? Ich nehme ihn mit. Weil die Sache ist, wenn jetzt ein Engelhardt nicht überzeugen sollte, okay? Ich glaube, dann mache ich einfach mal den Hofmann rein und gucke einfach, was passiert. Aber ansonsten, wir müssen es halt mal so probieren und gucken, was damit geht gegen Leverkusen. Leider genießen wir in diesem Spiel nicht den Rückenwind unserer Fans, aber ich bin mir ziemlich sicher, da sind genügend Fans angereist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das sind mehr Fans, als Bayer Leverkusen aufweisen kann. Oh Gott, ich habe heute Hertha BSC, die alte Dame, habe ich irgendwie heute beleidigt. Ich habe jetzt auch Leverkusen-Fans irgendwie beleidigt. Wer darf jetzt nicht fehlen? Wen haben wir denn heute noch bespielt? Ich weiß jetzt gerade, Freiburg. Ja, die aus dem Breisgau da irgendwie, die können doch nicht mehr als Joghurt herstellen. Kam nicht Almigurt irgendwie von da? Ich bin auch schon wieder aufgeklärt, weißt du, wie ein Grundschüler. Also, Freunde, oben, dass ich... Was? Doch nicht so weit oben. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war an der Stelle. Ach, Mambimbi kommt da einfach trotzdem ran. Ja, nee, ist klar. Mambimbi, da wollte ich eigentlich auch nicht hin, aber egal, jetzt hat Seiwald die Pille. Wir sehen hier Nusovic. Nusovic, kleines Dribbling vielleicht? Nee. Oh. Mitchell Weiser sehen wir da. Eine ganz interessante Position. Er spielt anscheinend nicht als Außenverteidiger, wenn ich das richtig sehe. Jemand, den wir eigentlich verpflichten wollten, Diaby, der schießt rüber. Gott sei Dank. Das kam ja aus dem Nichts. Das geht ja hier wie im Schnellfeuer. Russisch Roulette, aber nee, das war an der Stelle auch abseits. Also ja, Mitchell Weiser ja jemand, den wir eigentlich festigen wollten nach der starken Leihe. Ach Gott, nach der starken Leihe bei uns. Aber den wir nicht bekommen haben, leider. Bitte nicht. Amiri sehen wir da auch noch. Natürlich Amiri. Die haben auch so ein bockstarkes Team. Vor allem Diaby, meine Damen und Herren. Das ist schon alleine eigentlich ein Spieler, wo du sagen musst, gut, du kannst eigentlich deine Sachen packen und direkt aus dem Stadion ausgehen. Alter Pavlenka! Junge, ist der geflogen. Baywatch, ich habe gedacht, das wäre so ein Rettungsschwimmer oder sowas. Der ist ja so wie ins Wasser reingeschossen. Aber wo passt ihr denn auch hin eigentlich immer alle? Komm, jetzt bitte, oben, Mambimbi, dankeschön. Ja, lauf. Nein, Baden-Fredriksen, schick ihn doch. Ihr seid irgendwie eine Trödelmannschaft manchmal aber auch, ne? Ja, das ist es doch jetzt. Bitte? Mambimbi, Wahnsinn, klasse, weiterlegen. Aber dann auch bitte in den Lauf und nicht in die Füße des Gegners, Freundchen. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Oh, ist abgewehrt. Wieder nicht. Diaby wieder zum Schuss. Wieder abgewehrt. Und schon wieder abgewehrt. Und schon wieder. Und schon wieder. So, wohin? Ja, jetzt. Let's go. Romano Schmid. Wenn nicht du, wer... Dann. Ja. Ich sag ja, manchmal ist das doch eine Trödelmannschaft, ne? Ich lobe sie in höchsten Tönen. Und im nächsten Spiel werde ich wieder irgendwie sehr enttäuscht. Weil, was war das bitte von Schmid gerade? Nee, zum Schuss, Alter, was ein Ding. Ein Screamer, Junge. Ist das auch Diaby? Natürlich, die Nummer 19, Diaby. Kurz vor der Pause hier mit so einem Paukenschlag, meine Freunde. Das ist aber ein schönes Tor, das will ich mir eigentlich gerne nochmal anschauen. Ich meine, das kommt zwar vom Gegner und so weiter, aber guck mal, wie viel Freiraum die auch haben. War Dreierkette die richtige Entscheidung, wenn du da so jemanden hast wie Diaby und so. Cuadrado haben sie ja auch noch und so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so geil war. Ich habe mir gedacht, komm, weißt du was, wir versuchen es halt gegen Leverkusen. Alter, das ist so ein Strahl. Wir versuchen es gegen Leverkusen, okay? Vielleicht werden sie nicht damit klarkommen, wenn wir mit so einer offensiven Macht irgendwie ankommen. Aber offensiv geht irgendwie nicht viel. Und das ist sehr schade. Özil mit einem kleinen Dribbling, das kann er noch. Weißt du, der alte Routinier. Schönes Ding. Flanke, du bist doch Linksfuß. Ja, okay. Eine Eckball nehme ich auch, weil Eckbälle funktionieren bei uns momentan ziemlich gut, wie ihr wisst. Schmid ist ein Kleiner, der kann das. Schmid bringt die Pille, komm. Da ist er. Demirovic, unser Stürmer. Nix da. Und ich glaube, der müsste jetzt auch gleich abpfeifen. Uns in die Pause eingelassen. So ist es auch. Jetzt muss noch mal eine ganz gute Halbzeitansprache ran. Was für ein Ding von Özil. Der gewinnt einfach trotzdem die Pille. Ist ihm doch egal, dass das abgenommen worden ist. Flanke kommt rein. Ja, da ist er doch. Kopfball Baden-Fredriksen. Ich will es eigentlich nicht sagen, da ist er doch. Weil wir wissen doch, was er machen kann. Also ganz oft halt auch gar nichts. Ne, wie hat er denn hier, was ist denn hier wieder passiert? Wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Das sah ja aus wie aus dem Film. Osimhen, natürlich. Ja, nee, wir müssen auf jeden Fall wechseln. Das geht so nicht. 2:0 liegen wir hinten. Das ist die zweite Runde des DFB-Pokals. Wenn wir hier direkt verlieren, ich glaube, wir werden rausgeschmissen. Ja, Baden-Fredriksen, du bist mit mir vorne irgendwie auch wieder ein Phantom. Gefällt mir gar nicht, was er da abreißt.
Ich muss mehr Wechsel machen, aber ich weiß nicht wen. Sonst sind alle gut. Ich weiß es noch nicht, woran es schon wieder liegt, dass wir... Ich meine, es ist Leverkusen. Wir haben gegen Dortmund zum Beispiel gesehen, die man ja durchaus vergleichen kann an Stärke mit Leverkusen. Da haben wir schon gesehen, dass wir da offensichtlich unsere Probleme halt haben, uns da halt durchzusetzen. Aber man erhofft sich halt, eigentlich machen wir ja nicht so ein schlechtes Spiel, dass das ein bisschen besser aussieht. Guck mal hier, also Leverkusen vorne, hinten, ist eigentlich egal, wo du bist. Einfach bockstarkes Spiel. Ja, gut, Seiwald. Dankeschön. Jetzt vielleicht von uns mal wieder nach vorne. Oder? Ja, schick ihn. Bitte, das ist es jetzt. Demirovic, Schuss. Demirovic, kein Tor. Vielleicht ein bisschen zu früh. Aber ich hatte Angst, dass die Nummer 6 da uns den Weg zumacht. Ah, Mann, wäre ich durchgelaufen. Bitte macht wieder ein Kopfballding. Wir können das am besten. Bitte. Omeragic, du hast noch nicht, oder? Omeragic, ja, du hast noch nicht. Aber jetzt hast du. Hol dir die Pille. Das machst du gut. Das machst du gut. 2-1. Wir kommen ran. Wir kommen ran an den Lachs. Was? Was? Oh. Oh mein Gott, Alter. Da. Oh. Jetzt, Konter. Oh mein Gott, ist das geil von uns gespielt. Das ist wie aus dem Bilderbuch. Erin Dingschi, bitte. Yes! 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 2-2. Oh. Da ist das Ding, meine Damen und Herren. Oh. 2-2 in der 71. Minute. Wir erkämpfen uns die Scheiße zurück, auch wenn das so sweaty war. Es musste sein. Ey, boah, ist das wieder geiles Fußball hier heute. Geiler Fußball, ich kann schon kein Deutsch mehr. Ich bin so in Ekstase schon wieder, Freunde, ich hab Gänsehaut. Das glaubt ihr mir nicht, ich hab Gänsehaut. 2-2, ist das ein geiles Pokalspiel. Pokalabend ist gelungen, jetzt schon. Weiterkämpfen, Grüne, weiterkämpfen. What? Was? Denke auch. Ja, ich denke auch. Jetzt, also ist schon wieder, jetzt ist Polen schon wieder offen, ne? Komm, Engelhardt, du gehst auch mal. Hofmann kommt jetzt rein. Wir versuchen es mit dir. Ein paar Wechsel hier forciert. 3-2. Mit so einem dummen Tor, weißt du? Schon wieder den Ball irgendwie vertanzt und dann dachte er sich so, ach komm, ich schieß mal drauf, Freunde. Ja, natürlich wird er damit belohnt. Wenn ich das mache, weißt du, schon wieder diese Scheiße. Wenn ich auf so eine Idee komme, dann kommt sowas bei rum, genau. Ach nee. Bitte, Leute. Amiri, wir haben es so geil uns erkämpft. Asmoun auf Diaby. Und wenn der zum Schuss kommt, dann ist nur noch Pavlenka da. Aber diesmal hält er das Ganze. Ey, wir haben uns das so erkämpft hier alles. Ich wollte wenigstens die Verlängerung. Ich meine, es tut mehr weh, wenn du in der Verlängerung dann doch noch verlierst. Aber, weißt du, wir haben uns das so hart erkämpft. Da kommen wir auch nicht ran. Diaby, oh. Schon wieder, bleibt er am Ball? Na, wurde abgewehrt von uns. Na, es gibt direkt den nächsten Eckball. Bitte. 81. Minute. Ja, ich weiß, ihr könnt das kurz machen. Ihr könnt halt Zeit schenken. Es gibt schon wieder den nächsten Eckball. Ich brauche den Ball. Hört mal auf, den kurz zu spielen. Ich muss nach vorne. Ja. Ja. Ist irgendjemand vorne? Mambimbi. Oh, der ist schnell, aber guck mal, wo der Ball hinfliegt und wo Mambimbi hinrennt. Nee, bitte. 3-2. Das kann jetzt nicht das Ergebnis sein. Nein. Nach hinten gespielt. Mambimbi. Er rennt einfach weg vom Ball. Stell doch den Fuß rein. Walker Peter? Asmuni? Ne, Asmoun heißt der. Quadrado! Das ist es. Scheiße. Fuck. Und damit haben sie den Deckel drauf gemacht. Nein, ey. Ey, wir haben gekämpft wie Tiger. Wir haben gekämpft wie ein Löwe, aber es reicht am Ende wohl nicht. Können wir nochmal irgendwie ein Tor fürs gute Gefühl schießen vielleicht? Mesut. Ja, gut. Tricksen kannst du vielleicht für die Show. Oh, das macht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht hier mit dem Dribbling, ne? Aber... Mehr ist da anscheinend jetzt auch gerade nicht hinter fürs Spiel zumindest. Weil, na guck, Pille schon wieder verloren. Wir sind auch nicht mehr so heiß, muss ich sagen. Kann ich auch verstehen. Das war jetzt einfach, das hat uns jetzt einfach komplette Kraft hier entfleucht. Klar. Na? Gewinnen wir hier nochmal ein fünftes Tor oder was? Pavlenka! Bist du bescheuert? Was war das denn für eine Scheiße? Geh in dein Tor, Junge! Oh, ey. Ja, da musst du nämlich hin. Gott sei Dank pfeift er ab. Hätte sie nochmal ein 5-2 gegeben, hätte ich Pavlenka die Schuld gegeben. Scheiße. Es war ein krasses Pokalspiel, ja. Wir haben 2-0 zurückgekämpft, aber dann, es sollte nicht sein. 4-2 verlieren wir das. Boah, aber trotzdem, Offensivspektakel. Und ich denke mal, die ganzen neutralen Zuschauer haben dieses Spiel geliebt. Kann ich auch verstehen. Die anderen Spiele sehen wir hier. In die Verlängerung geht es in 2 Spielen. Stuttgart und Wolfsburg sind weiter. Und in der nächsten Episode wird es dann, oh, was? Hofmann freut sich, dass er spielen kann, wa?
bei den Profis, davon hat er geträumt. Ja, muss ich sagen, dann, ne? Hier, arbeite einfach hart an dir und konzentriere dich. So ist es nämlich auch. Du bist noch ziemlich jung, mein Freund, aber du kannst halt einer der Geilsten werden. Und in der nächsten Episode geht es dann rein gegen Mainz in der Bundesliga. Vertrautes Gebiet für uns anscheinend. Ja, Freunde, schade. Frühes Aus im DFB-Pokal, aber was willst du machen? Da waren die Leverkusener einfach stärker. Auch kein geiles Los für uns geworden. Es wird besser, sage ich euch. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut und tschüss, tschüss.